Sie wünschen? Ich hätte gern etwas Wurst vielleicht für die Kinder. Bist du behindert? Sehen Sie hier vielleicht Wurst? Nur ein paar Knochen, weiter nichts als Heringe. Nicht mal ein Zipfelchen von Wurst. Willkommen bei LNTV. Die letzte Woche ganz kurz zusammengefasst. Morgen kommt der Track Rug Pull. Der erste von 4 Tracks von der Carpe Diem EP, die übrigens mein persönlicher Favorite ist von dieser Season. Also hoffe ich, euch gefällt's auch. Ich bin immer noch auf Jobsuche, habe zusätzlich zum Portfolio von letzter Woche noch ein Video-Showreel gemacht, um meine Chancen zu erhöhen, weil vielleicht braucht ja irgendjemand einen Video-Editor. Bisher nur Absagen oder sowas wie, ja, wir melden uns, Type Beat. Egal, schauen wir mal weiter. Wo sind wir gerade bei der Musikproduktion? Wir sind immer noch an der Perpetuum Mobile EP, immer noch am ersten Track, aber der ist jetzt mittlerweile schon so gut wie fertig. Und zwar, wenn du dich erinnern kannst, das hat angefangen mit diesem Entwurf. Die Assoziation war so Krippenlied, aber eher melancholisch. Daraus wurde dann irgendwie dieser Track, der aber gar nichts mehr mit der Originalidee zu tun hatte. Okay, cool, aber Thema verfehlt. Und dann habe ich wieder das Glockenspiel ausgepackt und andere Melodien versucht. Das war dann auch nicht so das Wahre. Also nicht, dass es schlecht klingt, aber da war die Assoziation zu direkt. Es klingt eins zu eins wie ein fucking Kinderlied. Da dachte ich, okay, nee, das muss etwas abstrakter sein. Also bin ich wieder ganz am Anfang gegangen und habe die Gitarre geholt. Weil anstatt das mit dem Krippenlied zu wörtlich zu nehmen, fand ich es besser, diese Assoziation eher lose zu halten und das als Metapher zu verwenden.
Außerdem ist die erste Idee, so der erste Impuls, oft näher an der Endlösung dran als nachfolgende Experimente, wenn man dann irgendwie beginnt, zu viel nachzudenken und so, und das wird dann zu komplex. Die Intuition am Anfang ist oft richtig, also nicht 1:1, aber da steckt schon viel Wahrheit drin. Also wieder ganz am Anfang mit der Gitarre. Und dieser einfache, zyklische, wiegende Rhythmus mit dieser harmonischen Doppelung fand ich einfach passend. Das war nah genug dran an dieser Assoziation mit dem Krippenlied und hatte auch diesen Lo-Fi-Vibe. Das musste man dann nur noch ordentlich recorden und den ganzen Track arrangieren. Wobei die Schwierigkeit hier auf jeden Fall beim Recorden war, weil analog zu recorden hat einfach so viele Hidden Features, sowas wie, du musst die Mic-Position halt irgendwie richtig machen, du darfst nicht atmen, du darfst nicht furzen, du darfst nicht husten, gar nichts, es muss wirklich alles clean sein. Und du hast natürlich das Problem vom Rauschen. Und ein kleiner Tipp am Rande noch für Produzenten, wenn ihr Lo-Fi macht, ist Hintergrund-Noise generell ja nicht verkehrt, es soll ja ein bisschen räudig klingen und so, aber wenn jedes Recording, was du verwendest, noisy ist, zum Beispiel der Drumloop ist irgendwie mit Noise und alles, was du recordest, ist mit Noise und du leerst es dann, dann addiert sich der Noise ja auch. Und am Ende rauscht der ganze Track brutal. Und man merkt es am Anfang noch gar nicht. Aber sobald Kompressoren ins Spiel kommen, hat man zwei Probleme. Einmal, ein Kompressor macht ja zum einen die leisen Parts lauter und die lauten leiser. Das heißt, der leise Noise wird in jedem einzelnen Recording erstmal lauter. Das heißt, der Noise, der am Ende nach dem Mastering rauskommt, ist sehr viel lauter als am Anfang. Und zusätzlich, wenn man noch Sidechaining macht, also mit einem Sidechain-Compressor, Volume Dips, Gain Reductions macht, dann geht der Noise ja auch immer mit. Also der Noise macht diese ganzen Gain Reductions mit und dann ist dieses Wellenrauschen immer so, dann gibt es Dips in diesen Noises und das klingt dann einfach grauenhaft. Aber zum Glück gibt es für diesen Fall eine Denoise-Funktion in Edison, mit der man Audio entrauschen kann. Ich zeige mal ganz kurz, wie das geht. Prinzipiell sind es zwei Steps. Schritt 1 ist, man macht ein Frequenzprofil von dem Rauschen, was nachher weg soll. Und Schritt 2, man subtrahiert diesen Noise von der Gesamtaufnahme. Also Schritt 1, Frequenzprofil. Dafür sucht man eine Stelle in dem Recording, wo nur das Rauschen ist, sonst nichts. Am besten einen kleinen sauberen Loop finden. Und dann Rechtsklick auf dieses Bürsten-Icon. Falls es nicht sichtbar ist, einfach das Fenster vergrößern. So, jetzt hat Edison das Noise-Profil zwischengespeichert. Und jetzt im zweiten Schritt subtrahiert man genau diese Frequenzen vom Gesamtrecording. Dafür markiere ich die gesamte Aufnahme mit STRG A und klicke nochmal auf dieses Bürstchen. Diesmal allerdings mit der linken Maustaste. Dann öffnet sich das Denoiser-Menü. Diese grüne Kurve hier unten ist das Noise-Profil. Und an den Reglern oben stellt man ein, wie aggressiv der filtern soll. Also einfach nur ein bisschen oder halt volle Pulle. Aber wenn man volle Pulle macht, dann reißt er natürlich auch noch Frequenzen mit, die eigentlich wichtig waren. Also einfach gucken. Mit dem Preview-Button testet man das Endresultat und wenn man zufrieden ist, drückt man auf Accept. Und jetzt rechnet er da eine Weile rum. Am besten nichts klicken, weil sonst kann es sein, dass die Kiste abschmiert. Also einfach warten, bis er fertig ist. Und dann kann man die Datei abspeichern und in der Playlist wieder ersetzen. Und dann bist du fertig. So, und hier ist der Vergleich. Also nur so am Rande. Also wie gesagt, Lo-Fi darf ruhig ein bisschen räudig sein. Wenn man in der Aufnahme hustet oder sich ein Zeh anschlägt oder so, geht das auch noch in Ordnung. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, wie man Audio clean bekommt. Weißt du, auch wenn du mal ein Voice-Recording hast oder sowas und das zu viel rauscht, dann geht das auch perfekt mit diesem Denoiser. Also, in diesem Sinne, bis nächste Woche.